In der aktuellen Folge von Gute Zeiten, schlechte Zeiten bekommt Luis, Mark Weinmann, einen unerwarteten Anruf. Adam hat den Studenten angerufen. Der Mann, mit dem er seinem jetzigen Partner Moritz, Lennart Borchert, in Bratislava fremdgegangen ist. Luis hebt nicht ab, doch bleibt mit einem mulmigen und nachdenklichen Gefühl zurück. Nachricht vom Lover. Was will Adam von Luis? Achtung! Der Artikel enthält Spoiler zur Folge 8084 vom 15. August. Kurz darauf wagt Luis einen Blick auf sein Handy. Neben einem verpassten Anruf hat er auch eine neue Nachricht von Adam auf der Mailbox. Doch bevor Luis reagieren kann, wird er von Moritz aus seinen Gedanken gerissen, der ihn via Anruf bittet, ins Mauerwerk zu kommen, um Nihats App-Erfolg zu feiern. Im Mauerwerk angekommen, wird Luis von den Gedanken an Adams ungehörte Nachricht auf seinem Handy nicht losgelassen. Deshalb verschwindet er kurzerhand auf der Toilette und zückt sein Handy. Er ruft seine Mailbox auf und hält sich das Smartphone ans Ohr. Noch bevor die Nachricht abgespielt wird, fängt Luis an zu zittern und legt auf. Luis hat sich entschieden. Er steht zu Moritz und deren Beziehung. Um sich das einzureden, löscht er nicht nur die Nachricht von Adam, sondern auch dessen Nummer. Wiedersehen macht Freude, nicht bei Lilly und ihrem Vater Lars, nachdem sich Lars Brunner, Hardy Krüger Jr., in einem emotionalen Gespräch endlich mit seinem Sohn Jonas, Felix van Deventer, ausgesprochen hat. Trifft er nun auch seine Tochter Lilly, Iris Mareike Steen, wieder. Doch das Wiedersehen läuft alles andere als harmonisch. Wir haben uns so lange nicht mehr gesehen, stellt Lars bei der eher distanzierten Umarmung fest. Daraufhin kann sich die Oberärztin keinen Seitenhieb verkneifen und macht deutlich, wie sie zu ihrem Vater steht, den sie jahrelang nicht gesehen hat. Du warst ja auch nie zu Besuch, entgegnet sie trocken. Lars scheint von der negativen Stimmung nichts mitzubekommen. Oder vielleicht will er es auch einfach nicht. TV-Streaming. So kannst du die neuen Folgen von GZSZ schauen. Die beliebte Vorabendsoap läuft täglich von montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL. Wer aber jetzt schon wissen will, wie es weitergeht, kann neue Folgen schon eine Woche im Voraus bei RTL Plus streamen. Außerdem können auf der Streaming-Plattform alle alten Staffeln der Serie nachgeschaut werden. Déjame llorar, déjame soñar contigo. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Qué bonito fuera si me quisieras tan solo un poco. Qué bonito fuera si me quisieras un poco más. Por esos ojazos, tu pelo suelto, tu piel morena, tu voz melodiosa, la más hermosa, qué guapa estás. Te envidian las flores, dan tus colores por tu cantar. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido.